Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Noch ein Plissimbox-Adventskalender? Wo hat sie den denn ausgegraben? Aus Frankreich, ja. Und zwar ist er hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Kostet 69 Euro, können wir aber easy peasy nach Deutschland bestellen. Kostet dann nur ein paar Euro Versand. Ich glaube 8 Euro oder so den Dreh, ne? Sieht sehr, sehr hübsch aus, mag ich echt gerne leiden. Und ich bin einfach mal gespannt, ob der sich unterscheidet von dem, den wir in Deutschland bekommen. Und deswegen wollte ich den einfach mal mit euch zusammen hier auspacken. Also der sieht auf jeden Fall anders aus. Ne? Wir haben ein anderes Design, also irgendwie ist es anders. Hui, die Nummer 1 ist schon mal richtig schwer. Interessant. Hello Buddy Rose Velvet Balancing Day and Night Face Fluid. Ich werde jetzt nicht allzu viel spoilern, was den deutschen Adventskalender angeht. Ne? 50 ml haben wir hier drin. Würde ich das als Creme verwenden oder würde ich das als Serum verwenden? Da müsste ich mir einfach die Konsistenz ein bisschen intensiver anschauen. Von der Größe her würde ich sagen, ist es mehr so Richtung Creme bei 50 ml. Aber ich glaube, also das kommt halt auch so ein bisschen drauf an, was für ein Hauttyp man hat. Ich glaube, wenn man eine eher ölige Haut hat, dann ist das tatsächlich auch als Creme ausreichend. Und bei mir mit einer trockenen Haut würde ich das verwenden und dann nochmal eine Creme on top. Keine Ahnung. Ist sehr, sehr schwer, ne? Aus Glas. Sehr, sehr cooles Produkt. Also das finde ich auch echt interessant. Dann geht es hier jetzt schon am 2. Dezember weiter. Und da werde ich ganz heiter, denn das ist dekorative Kosmetik, aber das Produkt hatte ich schon mal, das finde ich hier nicht so geil. Von Downtown Paris ist das nämlich ein Highlighter, ist mir ein bisschen zu dunkel. 15 ml haben wir hier drin und ich finde es ehrlich gesagt cool, dass wir hier direkt auch dekorative Kosmetik an dem 2. Dezember finden dürfen. Ne? Schön. Hier selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ein Nagellack und was eine geile Farbe von Gosch. Das ist eher so eine Firma, wo ich sage, die finde ich eigentlich eher so in Boxen. Ansonsten, wo kann man die kaufen? Ich glaube bei Notino. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so präsent. Tilted Blue 618 mit 8 ml. Das ist so ein wirklich schönes, dunkles Blau. Oi, das mag ich gerne leiden. Ich glaube, so ein Blau habe ich auch noch gar nicht bei mir in der Sammlung. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, guck mal, das ist von NYX, auch wieder eine schöne französische Marke. Creme Fraiche de Beauté, das ist eine 48 Stunden Moisturizing Plumping Cream mit 15 ml. Also eine Gesichtscreme, ja, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. NYX ist, wie gesagt, eine sehr angenehme Marke, kenne ich vor allem, was Haarprodukte angeht. Und ja, also so kann es weitergehen. Wobei, wenn ich jetzt sagen würde, die Rose Velvet Geschichte, das Face Fluid ist eine Creme, wäre schon die zweite Creme. Ansonsten würde ich sagen, okay, wir haben eine Creme und ein Serum, ne? Wie man es halt so nimmt. Wir haben keine Zwischenebene, deswegen fällt das alles immer fleißig runter. Ich habe jetzt hier den 5. Dezember, das ist der Tag vor Nikolaus. Ist auch schön schwer. Ui, Garantia en deux coups de baguette. Was? Ein Baguette? Nein, ich glaube nicht. The Cream of Makeup Removing Cleansing Creams. Face and Eyes. Anti-Titans and Anti-Aging. Anti-Tightness. Aha. Krass. Okay, also, wir haben 120 Gramm hier drin und das ist eine Make-up-Entferner-Creme. Und die soll total super sein, steht hier jedenfalls drauf. Und gleichzeitig halt pflegen, ne? Echt jetzt? Visage Eyeux. Ja. Wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Riecht auch super angenehm. Ich liebe Rose, ne? Das ist halt voll mein Duft. Schauen wir mal in den 6. Dezember rein, in den Nikolaus. Okay, das mag ich nicht so gerne. Mercy Handy, Hand Cleansing Gel, Disco Zone, Utz. Ja, 30 ml sind hier drin. Also ich möchte sowas nicht in Adventskalendern haben. Ich weiß, das Leben ist furchtbar und man sollte halt nach wie vor dazu, also wirklich zusehen, auch das ein oder andere noch weiter fortzuführen und so, aber das möchte ich nicht in Adventskalendern haben. Die Nummer 7. Mario Badescu Skincare, eine Drying Lotion mit 29 ml. Was ist das? Austrocknungslotion. Ist das so gegen Pickel? Ja, denn also ich sehe das nämlich, dass da halt irgendwie auch so pudermäßig was drin ist und dann aber was Flüssiges muss man wahrscheinlich schütteln und dann punktuell auf den Pickel auftragen. Dann trocknet das den Pickel aus und dann
funktioniert alle besser mit der Heilung, ne? Das ist cool. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ein Spray haben wir hier drin. Also das mit den großen Größen hat jetzt irgendwie schlagartig aufgehört. Von Lux Lys, Malaysia Rainforest Coconut Miracle Oil Moisturizing Hair Care Leave-In Treatment. Schöne Sache. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Und sowas kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Würde ich wirklich so auf eine Reise mitnehmen, ne? Wenn du da 30 ml drin hast, ist es ganz praktisch. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Rose Diamond Eau de Parfum Glittery freuen. Hä? Perfumes Fancy 30 ml? Ach, du ahnst es nicht. Echt jetzt? Ist das ein Parfum? Ja gut, aber ob ich das will, dass es glitzert, weiß ich dann halt auch nicht. Ne? Denn ich sehe hier auch wirklich den Schimmer drin. Wie kann ich es denn am besten zeigen? So wahrscheinlich, ne? Seht ihr das auch? Riecht aber ganz gut. Muss ich mal gucken, ob ich das mag. Aber 30 ml von einem Parfum finde ich irgendwie schön, muss ich sagen. Ja, mal sehen, wie es mit der Nummer 10 weitergehen wird. Chorus, auch schön. Shampoo mit Aloe und Dittany. Dittany kenne ich nicht. Für normales Haar 40 ml. Und Chorus ist eine, ich glaube, griechische Naturkosmetikmarke. 85,4% natürliche Inhaltsstoffe sind hier drin. Und das hört sich auf jeden Fall sehr pflegend an. Nummer 11, die erste Schnapszahl, ist sehr, sehr leicht, auch wenn sie sehr, sehr groß ist. Embryolis ist eine wirklich tolle Marke. Ich habe da letztens erst eine Gesichtsmaske von Lea gemacht. Soin Blush de Peau, Creme Visage, Rose Lumière, Radiant Complexion Cream gegen Müdigkeit. Und das gibt einen rosigen Glow, 15 ml. Wäre jetzt, wenn die Nummer 1 eine Creme ist, die dritte Creme. Sehr, sehr interessant. Radiant Complexion. Ach, kannst du sogar um die Augen auch drauf machen. Ganz interessant, oder? Ist halt auch so ein Typchen. Ja. Mit Seidenbaumextrakt und Hyaluronsäure. Ein universeller Rosaton. Das ist immer schwierig, Leute. Mal gucken. Vielleicht eine gute Tagescreme. Und vor allem frage ich mich, wie verhält sich das dann mit einem Lichtschutzfaktor? Weil das gibt es ja auch nochmal drüber. Weiß ich nicht. Mit einem Fragezeichen im Gesicht öffnen wir mal die Halbzeit. Die Nummer 12. Das ist groß. Secret de Provence, also Geheimnisse aus der Provence. Mon Shampooing Solide, Cheveux Sec, ohne Sulfate, für trockenes Haar. Mit natürlichem roten Lehm, 85 Gramm sind hier drin, ist für mich tatsächlich auch zu austrocknend. Also auch wenn die hier drauf schreiben, das ist für trockenes Haar geeignet, das ist, glaube ich, nicht. Meine Kopfhaut mag sowas leider gar nicht leiden. Riecht ganz angenehm tatsächlich und sieht auch extrem fancy aus. Also es ist einfach ein Donut, ne? Geil. Also ich gucke mir hier so die Produkte an und das wären dann ja quasi 35 Euro, die hier auf meinem Tisch stehen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ne? Wir haben ja auch gute Full-Sizes mit dabei und das macht alles schon einen guten Eindruck. Ich persönlich wäre halt ein Fan davon, wenn die jetzt ein bisschen mehr dekorative Kosmetik noch reinpacken, aber das ist bei Bliss 7 halt immer eher weniger unterwegs. Auch der 13. Dezember ist sehr leicht, aber das heißt eigentlich auch oft, dass da dekorative Kosmetik drin sein könnte. Oder ein winziges Produkt. Okay, La Roche-Posay Hyaluron B5, ein Augenserum haben wir hier drin mit Koffein und Hyaluronsäure, 5 ml. Das ist wirklich hart an der Grenze, gerade so, dass ich sage, ist gut. Wir haben hier vorne auch so einen Roller dran und das kühlt dann halt auch echt schön. Das heißt, für den Morgen ist es, glaube ich, ganz geil, vor allem, wenn du danach dann halt nochmal eine Gesichtscreme oder eine Augencreme aufträgst. 5 ml ist schon knuffig, ne? Aber es ist in Ordnung. Dann schauen wir mal, was der 14. Dezember zu bieten hat. Beuron, Sans Complément, Dent et... Das ist eine Zahncreme, ne? Fluor et Extrait de Plantes, ja, mit Fluorid und Pflanzenextrakten, Homeodent. Ja, eine Zahnpasta. Da ist sie wieder, 20 ml. Ja, ihr kennt das, ne? Zahnpasta in Adventskalender ist jetzt nicht so das, wo ich hier Luftsprünge mache. Aber hey, ganz ehrlich, wir haben tatsächlich in den letzten Monaten so wenig Zahnpasta in Adventskalendern und so gehabt, dass wir uns letztens welche kaufen mussten. Das heißt, die wird verwendet. Nun gut, die Nummer 15. Der kommt mir bekannt vor. Oh, den habe ich ja schon.
Das heißt, ich kann euch den swatchen. Das ist von Sophia E. Mabey ein Blushstick mit 5 Gramm. Und ja, das ist ein Blushstick, der echt schön ist. Also den hatte ich auch geswatcht, als ich den das erste Mal in meinen Händen hatte. Und der ist sehr intensiv. Mag ich echt gerne leiden. Also ich habe richtig, also das feiere ich, ne? Ein wunderschöner Blushstick und ja, sehr gelungen tatsächlich, dass es hier auch im Adventskalender mit drin ist. Aber das ist meiner. Und selbst wenn ich versuche, den mit dem Tuch abzumachen, verteilt der sich. Also da ist richtig intensiv Produkt, ne? Da geht die Party ab. Das ist auch richtig, richtig gut. Und ich habe nach dekorativer Kosmetik gerufen. Da ist sie. Wir haben Highlighter und wir haben Blush. Richtig, richtig gut. Und ein Parfum, was ich auch so ein bisschen zu dekorativer Kosmetik zähle, genauso wie Nagellack auch. Der 16. Dezember enthält eine Tube von Avène. Schön, eine Cold Cream, eine Handcreme von Avène. Richtig toll. 50 Milliliter sind hier drin. Ich finde auch eine Handcreme und eine Lippenpflege gehört in den Adventskalender rein, wo du Pflege mit drin hast. Und Avène ist so eine angenehme Marke. Das ist ja so eine Apothekermarke. Hier steht 11/22 obendrauf. Ich denke oder hoffe, dass sie im November 2022 ja, produziert wurde, weil sie im November 2025 abläuft. Steht hier hinten drauf. Okay. Nee, finde ich klasse. Also, ne, mega. Hier habe ich jetzt den 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, auch wieder sehr, sehr schwer. Das sind große Produkte hier drin von Caudalie Venagetique C Plus. Eine Instant Detox Mask, die die Poren verfeinert und überschüssiges Öl entfernt und reinigt und klärt mit Kaffee und Traube und 75 Milliliter. Und das finde ich super. Solche Masken verwende ich gerne morgens, wenn ich meine Zähne putze, lasse die dann einfach einwirken. Die muss auch nur 5 bis 10 Minuten einwirken, genau. Und die habe ich auch schon in meinem Backup. Die ist wirklich, also gut, dass es drin ist. Klasse. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich glaube, der 18. Dezember ist leider leer. Nein, oha. Eine kleine Creme ist hier drin. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Lippenpflege finde ich gut. Gotta Plump It Up. Plumping Lip Serum von Be Fresh. 15 Milliliter haben wir hier drin. Ja, eine Lippenpflege ist wundervoll. Können wir sehr gut gebrauchen. Und es darf gerne hier mit drin sein. Die Nummer 19. Hier haben wir ein Glaspipettending drin von Mira. Und das ist, glaube ich, ja, ein Karottenöl. 20 Milliliter. Ich habe sowas mal zweckentfremdet für mein Unterstübchen und habe da leider eine grundsätzlich orangene Unterbüchse mitgekriegt. Dementsprechend ist es nicht ganz so meins. Also ja, das machst du auf Gesicht und Körper, steht hier drauf, je nachdem, wie du es halt brauchst. Und das soll halt super pflegend sein. Karottenöle kennt man ja auch einfach, ne? Aber ich glaube, ich bin für Karottenöl noch zu hell. Denn wenn ich sowas auftrage, hatte ich mal von einer anderen Marke, bin ich orange. Das kann ich nicht haben. Deswegen hatte ich das dann auch zweckentfremdet für untenrum. Ich muss immer, wenn ich jetzt Karottenöle sehe, von Pai war das damals, glaube ich, wenn ich immer jetzt Karottenöle sehe, muss ich echt schmunzeln, weil das so, hä? Ich habe mich ständig gefragt, wo kommt das her? Warum? Warum? Was ist das? Hä? Verstehe ich nicht. Und dann irgendwann so, ach ja, genau, da war ja was. Okay, Endspurt. Der 20. Dezember eröffnet tatsächlich den Endspurt auf Heiligabend. Und hier haben wir 3 Haarklipse drin. Die finde ich wirklich schön. Von IDCA. Ich, keine Ahnung, weiß nicht, was sowas kostet, aber ich finde, dass sie sehr, sehr hübsch sind. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und so ein bisschen Tool hier mit dabei finde ich auch ganz nett. Auch der 21. Dezember möchte sehr schnell gezeigt werden, denn er fiel direkt runter. Und hier haben wir etwas für die Haare auch drin, also passend dann zu der Haarreihe von The Sebastian Professional, das Dark Oil mit Jojoba und Arganöl, 50 Milliliter. Das ist ein Conditioner. Wir hatten ja eben doch schon irgendwo ein Shampoo. Genau, das von Corus. Und jetzt haben wir einen Conditioner. Ist zwar nicht von der gleichen Marke, aber finde ich nicht schlimm. Ich finde das einfach abwechslungsreich. Ne? Dann schauen wir mal, was der 22. Dezember uns nochmal vorbeibringt. Noch ein Lippenbalsam. Okay, ja. Von Polar hatte ich jetzt tatsächlich noch nie. La Véritable Crème de Laponie Lip Balm The Genuine Lapland Cream 10 Milliliter. Ist tinted. Okay, das ist nochmal was anderes. Das heißt, es ist dann eher so ein ja, Lippenpflegestift mit, ja, halt mit Färbung, dass du dann quasi auch ein bisschen rote Lippen bekommst. Das ist dann quasi der Ersatz für unseren roten Weihnachtslippenstift. Nee, das finde ich gut. Habe ich mich selber gerade überzeugt, dass ich das gut finde. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Farbe das dann sein wird. Also wird dieser Farbe sehr wahrscheinlich sein. Ja, finde ich gut. Am Tag vor Heiligabend packen viele Adventskalendermenschen eine Dusche rein. Also nicht eine Dusche, Duschgel. Was ich auch immer ganz witzig und irgendwie auch sinnvoll finde. Mal gucken, was uns hier reingepackt wird.
High on Love, Stimulating O-Gel. Nein, wie geil ist das denn im wahrsten Sinne des Wortes? 20 Milliliter. Nee, das finde ich wirklich gut, muss ich sagen. Finde ich witzig. Also wirklich mit einem Augenzwinkern dabei, ne? Das hat bis in Frankreich toll gemacht. Finde ich schön, doch, ne? Also das soll dann halt quasi den Höhepunkt der Frau nochmal ein bisschen verstärken. Vor allem die Verpackung, wie geil ist sie bitte? Oder? Edel, edel, sprach der Wedel. Für ganz besondere Momente kurz vor Heiligabend. Nee, finde ich gut. Da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen Stress abbauen, ne? Ich meine, die Weihnachtszeit ist nicht ohne, überall tatsächlich. Und dann kommt es ganz gut, wenn man da einfach mal so ein bisschen Dampf ablassen kann. Heiligabend. Ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt, was nach so einem Produkt dann an Heiligabend kommt. Okay, also irgendwas Großes, Schweres ist hier drin. Das ist die Love Fest Lidschattenpalette von Huda Beauty. Ich habe keine Ahnung, das flasht mich gerade voll, ne? Also, wow. Ich wusste nicht, dass Huda Beauty auch bei Blissim vertreten ist, weil Blissim Frankreich hat ja auch eine eigene Homepage. Boah, krass. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so auffängt, aber das ist so richtig dreidimensional. Das ist richtig heftig. Krass. Krass. Ey. Das in der 24? Bei dem Blissim Adventskalender für 69 Tacken? Krank. Geil. Mag ich. Finde ich großartig. Werde ich ausprobieren. Ne? Also der Adventskalender hat wirklich Wow-Potenzial. Das ist wirklich krass. Und da bin ich jetzt wirklich froh, dass ich den auch bestellt habe und euch den jetzt einfach mal vorgestellt habe. So könnt ihr selber nämlich einfach gucken, ob ihr euch den vielleicht holen möchtet. Denn das ein oder andere Produkt, aber ich glaube wirklich nur zwei Sachen, ja. Oder drei Sachen sind, nee, oder vier Sachen, ja, vielleicht so eine Handvoll Sachen, sind identisch zu dem deutschen Blissim Adventskalender. Der Rest ist wirklich unterschiedlich. Das ist schon geil. Also den finde ich empfehlenswert, Leute. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Link ist in der Infobox, ne? Letztes Jahr haben sich nämlich Blissim Deutschland und Blissim Frankreich zusammengetan und einen gemeinsamen Adventskalender ja rausgebracht. Also das war ja der identische. Und vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt gewesen, wenn die das dieses Jahr wieder gemacht hätten. Dann hätten wir vielleicht in diesem von dem Blissim Frankreich das ein oder andere Produkt nicht drin gehabt, weil Blissim Deutschland gesagt hätte, nee, das kommt nicht so gut, wie zum Beispiel eine Zahnpasta oder das Mercy Handy. Aber andererseits hätte dann Blissim Frankreich gesagt, ach, aber die Huda Beauty, die ist doch mega, die wollen wir mit reinnehmen, genauso wie das O-Gel läuft, ne? Und ja, also da hätten, also das wäre cool gewesen, ja. Aber ganz ehrlich, man kann sich auch beide holen und hat, glaube ich, Spaß. Also es ist wirklich, ich finde es gut. Also diesen Adventskalender für 69 Euro möchte ich euch wirklich empfehlen. Da steckt wirklich Potenzial drin. Wir haben hier nicht so super viele krass Doppelungen, was irgendwelche Kategorien angeht, ne? Und es ist halt einfach guter Mix. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach so von dieser Lidschattenpalette so hin und weg und natürlich von der Nummer 23, wo ich mir denke, geil, einfach so mittendrin, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Da können wir uns super gerne austauschen und vielleicht habe ich euch jetzt auch einfach mal inspiriert, in Frankreich etwas Schönes zu bestellen. Und ja, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.